Alright, herzliches Willkommen und hallo zu Daisy RP. Wir sind wieder da und ja. Und wir spielen halt, wir wollen halt heute Richtung Kelm, glaube ich. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja. Wo ist der Captain? Weiß ich nicht. Der ist am Brunnen und trinkt. Ja, eine gute Idee. Einmal frisch machen. So, ihr Schlafmützen, habt ihr es also auch endlich geschafft aufzustehen, ja? Ja. Ja. Sehr gut. Also, was machen wir heute Schönes? Ja, ich würde gerne in diese Richtung und dann am Strand lang, ja? Natürlich. Okay. Aber, sind die anderen auch einverstanden? Ja. Ja, mal gucken. Was uns heute erwartet. So, jetzt mache ich gleich auch das Bild wieder an, Leute. Keine Angst. Ich habe mich aber nicht verändert, also da ist er. Wir haben immer noch kein Zuhause gefunden, wo wir uns niederlassen. Ja, leider. Ich hätte ja vorgeschlagen, dass wir uns in Tulga bei John niederlassen, wo auch euer komischer psychologischer Arzt sitzt. Aber da sitzen uns, glaube ich, ein paar dicke, fette Russen mit Müsli-Schalen auf dem Kopf und Nacken. Das wäre nicht so schön, ja. Habt ihr was gegen Fußsport? Ich will nicht die ganze Zeit so langsam laufen. Dann lass mich mal eben meinen Schuhband zumachen. Ich meine auch. So, ich muss ganz kurz noch schnell was gucken. So. Moment. Das hier muss ich aufhaben, damit ich weiß, wo wir hin müssen. Renzino, zweite Straße hoch. Okay. Eisenträger ist raus. Schuhe. Und los geht's! Oh. Hoffentlich werde ich ein bisschen wach. Ich kann dir auch einen Finger abschneiden, dann bist du auch wach. Nee, muss nicht. Finger am Stiel, ja, ja. Ja, dann komm mal langsam in die Gänge. Schlafmütze. Igor, der Doktor hat gesagt, wir sollen solche Gedanken nicht haben. Ach, der Doktor, der Doktor. Der Doktor ist aber nicht hier.
Wie schon, der Doktor meinte, ihr seid krank, aber ihr seid nicht krank. Er erzählt euch Mist. Mhm. Oh. Geht's dir gut, Igor? Oh, mhm. Oh, oh. Oh, oh, pass auf. Drauf. Du willst es wirklich drauf anlegen, du Miststück, ja? Du blutest. Das hab ich gleich. Ach, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ich kümmere mich um die. Gar nicht wissen, was in dem Sabber vor diesen Missgeburten alles drin ist. Dankeschön, Brillenschlange. Bitteschön. Mhm, okay. Wir sollten vielleicht hier lang, ja? Oh, oh, Leute, wir haben in einem Naturschutzgebiet um uns geschossen. Seht ihr das Schild da hinten? Mhm. Wie sind wir uns hier? Oh. Da standen diese Missgeburten hinten auch unter Naturschutz. Hm. Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal nicht davon aus. Ich würde trotzdem immer draufhauen. Boah, das sind aber mega Lecks, die ich gerade habe. Warum auch immer. Wo ich vorhin beim Thema war, wenn sich irgendjemand nähert, der den Willen hat, uns irgendwas Böses anzutun, wisst ihr, was wir denn machen? Wir kreisen ihn ein. Jeder nimmt sich eine Seite. Er kann nämlich nicht jeden von uns erwischen. Okay. Wir können auch schneller laufen. Und wenn ihr dann einen falschen Mucks macht, dann hackt ihr so lange mit euren Schlagdingern da auf ihn rum, bis nur noch Matschepampe übrig ist. Matschepampe? Naja. Wie weit ist es eigentlich? Wo laufen wir überhaupt hin? Das ist ja nicht nah. Ich habe tierische Lecks, Leute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da liegt ein Gewehr drin. Ich kann damit eh nicht umgehen. Was für Schießen? In dem ersten, da liegt ein Gewehr drin. Ich weiß gerade nicht, woher die Lecks kommen, Leute.
vorne so ein lautes Dröhnen hört, so ein richtig lautes Tut-Tut, dann kommt er ganz schnell runter von den Schienen, ja? Ich bezweifle aber, dass der Fall eintreten wird. Ich fällt schon mit gar nicht mehr lang. Hi, Bitch! Hey, wisst ihr was? Der Typ sieht aus wie ein Psychologe. Vielleicht ist es ja. Da. Irgendwo war hier auch noch was. Können wir da hinten in den Haus gucken? Okay. Wow, das ist ein sehr großes Gebäude dahin. Hat das Haus auch ein Klo? Ich glaube nicht. Sonst musst du den Schuppen hier benutzen. Natürlich. Bis gleich. Was passiert, wenn ich jetzt den Baum da fälle? Brillenschlange? Ja, weiß ich nicht. Muss mal ausprobieren. Ja? Meinst du, knie dich fällt? Mal hin und dreh dich von mir weg. Piek! Au! Blut, ja. Für unser Steak, ja, ja. Ich habe aber trotzdem Hunger. Kannst du das Blut ja in den Mund tropfen lassen? Nee, ich habe Hunger, kein Durst. Scheiße, ich habe auf den Schuh gepisst. So, so all ein Eis und dann gehen wir weiter. Das hatten wir doch schon mal. Mit den Eis und so. Stimmt. Es gibt ja kein Eis, Mann. Verdammt. Aber vielleicht gibt's da hinten was. Ich kannte da mal ein paar Leute. Da wohnt ein guter Freund von mir. Freunde? Ja. Der heißt Fleisch mit Nachnamen. Gebäude. Fleisch. Ja. Ein sehr erotischer Nachname, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Oh.
bin da immer noch abgeschlossen. Ich war vor kurzem hier und alles war dicht. Hier ist die Tür offen. Jonas! Komm raus, komm raus, wo immer du bist! Hier ist alles... alles auch so groß. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Hier ist eine Toilette. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Da oben die Leute hier. Sag mal, Captain, kommt man da oben hoch? Da oben. Nein, tut mir leid. Habe ich schon mal versucht. Ich habe keine Leiter oder sowas, wo man da hoch, wo man da hochkommt. Sicher? Also ziemlich. Weiß, ich habe Augen im Kopf. Ich will aber da hoch. Enttäuschend. Ist zu. Das hätte unser neues Zuhause werden können. Gott, ich würde mir einschalten. Hast du Höhenangst? Nein, ich habe Respekt vor der Höhe. Ich bin als Kind noch vom Baum gefallen. Mehr als einmal. Oh. Das tut weh. Ups. Naja. Hier ist aber auch gut. Igor hat es richtig eilig. Dann ist er heute Igor die rote Rakete. Aber ich bin doch blau angezogen und nicht rot. Ja, ja. Stimmt allerdings. Hier ist ein Flipper. Die war auch blau. Die war auch ziemlich schnell. Und Wasser. Kann man den essen? Weiß ich nicht. Ich geh mal davon aus, dass er schmeckt. Ich hab ne Schlitzaugen im Osten, die fressen sowas. Hatte mal so einen Schlitzaugen zu Gast. Mein Gott, die fressen echt alles. Okay. Sogar Skorpione. Skorpione. Die sind doch giftig. Ja, aber trotzdem gegessen. Scheint die sogar geschmeckt zu haben. Ja, bei den Chinesen musst du eh aufpassen, die sind seltsam. Die essen alles auf und sogar dich. Und ich glaube, jeder Chinese kann kämpfen. Sie kennen grundsätzlich, können die alle Kung Fu, haben alle den schwarzen Gürtel. Also leg dich nie mit dem Chinesen an, es sei denn, du hast die Revolver in der Hand. Und er nicht. Ja, gut zu wissen. Der Chinese, den ich letztens in der Nähe von Lupatino getroffen habe, oh ja. Ich glaube, der konnte auch Kung Fu, auch wenn er ein bisschen seltsam war. Ich krieg den auch nicht mehr aus dem Kopf.
Der hängt schon wieder an so einen scheiß Apfelbaum. Der ist bestimmt Vegetarier oder so. Ja, machen. Das ist egal. Das sieht so mal positiv. Wenn er Vegetarier ist, kann er uns nichts wegessen, oder? Mhm. Oh ja. Ich hab Hunger. Den können wir vielleicht verkaufen als Sklaven oder so. Aber Pfleger, ich hoffe, du kennst den Spruch, wenn es kein Fleisch mehr gibt, Vegetarier, oder? Oh nein, links von uns ist eine ganze Plantage. Mhm. Wollen wir ihn nicht hier lassen und an einem Baum fesseln? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja. Oh, er ist schon wieder abgebogen. Lass ihn da stehen, der wird schon nachkommen. Und wenn, dann fressen ihn die anderen. Dann fressen ihn die anderen, auch gut. Wo ist der hin? Weiß ich nicht. Unsere Zeit. Ich hab das ordentlich abgeschüttelt. Oh, Fleisch, du willst Fleisch. Ja, nicht für mich. Also bleibst du bei Äpfeln, ja? Ja, wir haben noch einiges vor uns, ja, ja. Die bleiben irgendwie alle immer stehen, warum? Die jagen ein Huhn, glaube ich. Ein dummes Huhn jagen die. So, Hühner jagen ein Huhn. Auch das Bindehuhn findet man dann kaum. Wir haben noch ein Huhn. Wir sind da jetzt vier Leute. Ja, das stimmt wohl. Ist es noch weit, Igor? Ja, es ist noch was zu laufen. Wohin gehen wir denn überhaupt? Ja, in eine Stadt, die nennt sich Kelm. Kelm? Wo ich die ganzen Gleise sehe, da fällt mir etwas ein. Was denn? Ein Philosoph stellte mal eine moralische Frage. Passt auf, ich sage euch das nur einmal. Mal angenommen, ihr wohnt in Bergen und oben in den Bergen löst ein Zugwaggon von den anderen. Er rast in das Tal hinunter. Ihr seid zufälligerweise der Mann, der die Weichen stellt. Da stehen fünf Leute auf einem Gleis und ein ganzer Zug voll mit Menschen, hunderte Menschen auf dem anderen Gleis. Ihr müsst die Weiche stellen. Was würdet ihr tun? Ich nehme den mit den 100 Menschen. Ob fest 100 Menschen? Ja, Platz 5. Ja, ist mehr Fleisch. Also, in dem einen sind 100 Menschen und in dem anderen sind was? Pass auf nochmal. Und du bist es. Der Zug rast runter und ist nicht mehr zu bremsen. Wenn das du die Weiche nicht stellst. Ich weiß nur nicht mehr, was in welchem Waggon war. Dann hör mir zu. Du stellst die Weiche nicht. Auf dem Gleis? Fünf Menschen, Bahnarbeiter oder sonst was. Irgendwelche Leute, die da dumm rumstehen. Auf dem anderen Gleis ist ein ganzer Zug voll mit Menschen. Ein paar hundert Stück oder so. Würdest du die Weiche stellen? Wenn ja, in welche Richtung?
Auf die fünf Menschen vielleicht. Und wieso würdest du sie auf die fünf Menschen stellen? Ich weiß nicht, dann wäre der relativ klein. Du nimmst also das kleinere Übel. Und das machen viele Menschen. Und du musst auch keine wirklich rationale Entscheidung treffen, denn du weißt ja nicht, dass da fünf Menschen stehen. Du legst ja nicht selber Hand an. Jetzt legen wir einfach mal ein ganz anderes Szenario vor. Der Zug rast mal wieder das Tal runter und da ist ein anderer Zug voll mit 100 Menschen, in den der Waggon rasen würde. Du stehst auf einer Brücke und auf dieser Brücke steht ein sehr, sehr fetter Mann. Du könntest diesen fetten Menschen die Brücke runterstoßen und er würde auf dem Gleis landen. Weil er so fett ist, würde er den Zug zum Entgleisen bringen. Dazu müsstest du ihn aber vorher töten, weil er sich nie von alleine auf das Gleis legen würde. Könntest du das machen? Würdest du einen Menschen mit bloßer Hand töten, um die 100 zu retten? Du würdest ihn also umbringen. Vielleicht. Naja, also, mir wären die anderen Menschen egal. Pass auf, ich hab mal jemanden vor die Wahl gestellt. Hallo an alle, damals, die da zugucken. Wir haben so kein Boot geentert und da war ein Pärchen dabei. Und das Pärchen hatte fünf Freunde dabei. Ich habe der Frau ihr Pistol in die Hand gedrückt. Mit fünf Kugeln. Sie hatte die Wahl. Entweder erschießt sie ihren heißgeliebten Freund, oder ihr heißgeliebter Freund überlebt und die fünf anderen Menschen sterben dafür, die wir mitgefangen haben. Wisst ihr, für wen die sich entschieden hat? Für ihren Freund? Hallo, nein, sie war dumm und naiv und hat versucht, mich zu erschießen. Daraufhin habe ich alle erschossen. Ja, selber schuld. Tja. Das hätte ich auch gemacht. Was hättest du gemacht? Nicht erschossen? Oder die alle erschossen? Nein, die alle erschossen. Das sind so viele Kreise. Ich könnte mir ewig Vorträge anhören, dass ich zu viel mit meinen Opfern spiele. Aber es macht einfach viel zu viel Spaß. Ja, so. Naja, uns sagt man, wir sollen das nicht tun. Wo sind wir? Wir müssen... Leute, die euch sowas sagen, die braucht man heute nicht mehr. Wir müssen gleich in der Nähe von Berenzino sein. Ich weiß nicht, warum mein Spiel heute so leckt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mein PC mal so oder so mal neu machen. Wenn ihr Teddybären findet, die gehören mir. Von mir aus kannst du alle Teddybären der Welt haben. Ich will nur Fleisch. Ich. Wenn du jetzt sagst, du möchtest nur Äpfel haben, dann muss ich dich schon wieder schlagen. Nee, ich hab Fleisch dabei. Das ist gut so. Da ist er. Für jeden ein. Für jeden ein was? Ein Huhn oder was? Ja. Natürlich. Naja, gut. Vielleicht mal so langsam auf Nahrungssuche gehen. Er könnte vielleicht leicht blutüberschmiert sein, aber... Hast du etwa Hunger? Kein Wunder, wenn du nur Grünzeug frisst. Aber nur leicht. Das fällt den doch bestimmt nicht auf. Oh, schau mal, ich glaube nicht. Was ist das?
Da drin ist ein Gewehr. Meinst du, das wird was? So, einmal kurz hier wieder ein bisschen wegmachen, weil ne, ich mache wieder im Hintergrund hier ein bisschen. Die brauchen aber lange wieder. Hey Buddy und hey alle anderen, die gerade zu gucken, aber nicht im Chat sind leider. Schade eigentlich. Ja, das glaube ich auch. Pfleger hätte nichts dagegen, das Gewehr für dich zu tragen. Oh, der Pfleger? Oh, ich behalte es lieber. Okay. Oh, Igor, was hast du gefunden? Gar nichts, ich wollte hier lang. Bumm, und er ist weg. Ihr könnt ja mal da reingucken, ob da was Sinnvolles ist. Schauen wir die Autos da hinten an. Manchmal liegt da ein bisschen was für ein Revolver. So, ich muss mal ganz kurz auf den Desktop. Straße rechts rein. Okay, so. Ne, bin ich auch schon wieder im Game, Leute. Captain, hier oben liegt ein Gewehr. Ein schwarzes Lange. Amnesie, ja, das ist cool. Haben wir auch schon einen Amnesie-Patient. Ist das klein? Nehmen wir mit. Einmal. Oh, ein Teddy. Danke, Igor. Bitte. Ja. Jetzt habe ich schon 5. Vielleicht sollten wir mal einen so ein Zelt suchen. Machen wir eine Teddyfarm auf. Ja. Wie findest du meinen neuen Rucksack? Den habe ich vom Captain bekommen. Ja, ist okay. Dieser blöde Schnürsenkel. Ich will da lang laufen. So mein RP-Lacher, welch RP-Lacher? Welche meinst du denn?
sehr laggy gerade, ist unglaublich. Ja, okay. Ja. Wo ist der Captain? Ja, keine Ahnung. Oh, my Captain, oh, my Captain. Hab nur schnell was in den Baum gerissen. Okay. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Okay. Muss dir mal auf meinen YouTube-Kanal das Promo-Video angucken. Da habe ich am Ende Julians Lachen reingebaut. Das Promo-Video. Der CRP-Promo. Da habe ich so viele Szenen aus der Season 1 genommen. Was denn? Oh, eine Tonne. Oh. Holz. Vielleicht ist dein Haus auch eine Tonne. Noch eine Tonne. Mhm. Aber kein Teddy. Da wohnt aber jemand wahrscheinlich hier. Mhm. Das muss ich nochmal ganz kurz auf die Map gucken. Eilig. Sag mal, Igor, kannst du das lesen? Wir müssen hoch, wir müssen geradeaus. Was steht da? Xenem? Ja, was ist das? Ein Kelm heißt das. Mhm. Ich kann nicht lesen. Ja, ja. Schaff mal, ein Fleischklopfer. Und damit, ja, damit können wir, naja, unsere Blindschlange auf den Kopf hauen, wenn die so weiter Äpfel frisst. Oh. Ja. Hallo, Fact-Band, hallo, haariges, ja. leckeren Schnitzel. Aber Schnitzel isst man nicht mit Apfel. Mhm. Wir hatten mal ein Schwein in unserem Dorf, das hieß Schnitzel. Ja. Das ist ein süßer Name. Ah, den Namen hat es bekommen, was es eigentlich zu verdammt war, später als Schnitzel auf dem Teller zu landen. Aber ich habe leider nicht mehr geschafft. Ja, so, wir sind quasi fast da, glaube ich.
Ich brauche mal eben eine Pause. Okay. Ja. Bei mir auf meinem YouTube-Channel, bei Daisy IP, gibt es ein Promo-Video, Daisy Promo-Video. Und da kannst du ja, dir das mal angucken. Das, bis am Ende, da kommt das Lachen. Was willst du damit? Ich habe nur mir das nochmal angeguckt. Blut sieht so komisch aus. Naja, vielleicht sieht auch nur sein Blut so komisch aus. Ja, genau. Genau das Video. Und am Ende ist dann dieses Julian-Lachen. Ganz am Ende hört man das kurz. Die ist heiß. Vielleicht sollten wir dich mit Benzin übergießen. Dann wird dir vielleicht kälter. Für Benzin ist es ja zu spät. Wir sind gerade an der Tanke vorbeigelaufen. Ja, die Lache, die ich jetzt habe, das ist Julians Stimme im Endeffekt. Ich habe ja wenig Farbe in meiner Stimme. Und ich habe Julian, den Biker, Hardy, Stimmen. Ich nenne die halt immer die Stimmen. Hardy. Da wohnt jemand. Okay. Hallo? Ich hatte neue Klamotten für mich. Oh. Hallo? Hallo? Mensch. Oh, guck mal, wie viele Zelte hier. Hier wohnen bestimmt 20 Leute. Freunde von dir? Ja, sagen wir mal so. Wir behandeln eigentlich jeden wie einen Freund. Ja. Okay. Du warst doch nicht so weit, wie ich mir gedacht habe. Hallo. Hallo. Willkommen. Hallo. Auf dem Sonnenhof. Privet. Privet, ja. Genau, das heißt Hallo. Was soll das heißen? Das heißt, du hältst die Klappe, sonst hau ich dir einen ein. Mein Name ist Vincent. Vincent Salama. Und das ist ein weiterer Gast. Igor. Ja, genau. Igor. Oh, noch ein Igor. Noch. Ich bin aber Igor. Oh. Ich habe gehört, es soll durchaus mehrere Leute geben, die ab und zu denselben Namen tragen. Aber dafür müssen die Leute zahlen. Ja, oder? Ich bin einer. Bernd Buhn. Ja, hier in der Nähe ist ein Huhn. Lass das Huhn in Ruhe. Und hier in der Nähe ist auch eine Ortschaft. Und die ehemaligen Bewohner kommen bestimmt gerne zum Essen vorbei, wenn jemand hier mit einer Kalaschnikow herumknallt. Ach, der... Ich hab nicht vor, drum zu knallen. Noch nicht. Ja, okay, Was stellt dieser? Ich habe einen Fleischklopfer gefunden. Braucht er den? Man muss nur Vincent fragen. Der kann ihn bestimmt gebrauchen. Das Fleisch ist eigentlich so gut ausgenommen, dass wir Hallo, hier Neffi. Haben, dass wir im Aber der braucht das den nicht brauchen. Wenn es längere Zeit gelagert ist, dann ist es besser, wenn man einen Fleischklopfer benutzt. Dann schenke ich euch den, dann braucht ihr den bestimmt. Du verschenkst ja alles. Aber wofür brauchen wir den denn, Igo? Ja, könnt ihr Feuer machen? Kann man hier grillen oder so? Natürlich. Wir haben hier eine... da muss nur wieder frisches Holz drauf.
Frisches Holz. Auf die Feuerstelle. Brennschlange. Ja, ich weiß. Feuerholz. Wir haben auch noch leckeres Fleisch da. Oh, leckeres Fleisch. Guck mal, vielleicht können wir hier das tauschen. Guck mal. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr das brauchen könnt. Ja, das ist exakt das, was wir brauchen können. Ich bin gut. Und du bist auch ein Igor. Okay. Und woher kommst du? Ja, Wolgograd. Und wo kommst du her, Igor? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt. Das ist da hinten. Das ist etwas weiter. Okay. Das reicht mir. Igor, du kommst aus Disneyland. Hast du schon vergessen? Nein, komme ich nicht. Ich denke, fast so gute Ortskenntnisse zu haben wie ich. Weil ich komme ja ursprünglich auch aus Dings. Ach, Disneyland? Ja, Moment. Also, mir fällt's ein. Kamanovka. Ja, das ist eine kleine Stadt. Ah, genau die. Sagt mir nichts. Das ist eine kleine also Stadt. Ich habe da in der Nähe vom Grenzübergang. Ich habe in Vibor gelebt. So? Aber das ist schon ganz viele Jahre her. Ich bin scheinbar der einzige dreckige Ausländer hier in diesem Pack. Wir sind doch kein Ich komme aus Texas. Oh, okay. Noch eine. Ich fühle mich ja nicht ganz so alleine. Ich wollte mal deine Jacke anprobieren. Ich glaube, das mache ich mal. Auf Texas, ja? Ist das nicht in Amerika? Bist du Amerikaner? Ich gehe mal kurz deine Schuppen, okay? So ein Büro hat mich hierher geschickt, weil sie der Meinung waren, das wäre ein ganz toller Urlaub. Ist mir auch egal, was für Urlaub du machst, aber dann bleib bitte ein bisschen auf Abstand. Ich mag Amerikaner nicht so. Wie wär's, wenn du ein bisschen freundlicher zu deinem Gastgeber wärst? Ich bin nicht freundlich, ich bin nicht unfreundlich, ich hab einfach nur Vorsicht. Captain Schaumann. Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht. Schick, schick! Wo ist nur die passende Hose? Also, das Fleisch ist übrigens in dem Zelt dort drüben. In den Zelt da drüben. Wir gehen ungern an irgendwelche Zelte ran. Ja. Das kommt auch noch dahin. So. Ist alles in Ordnung, Captain? Ja, ein bisschen Kopfschmerzen. Okay. Ja, dann haben wir. Ah, Moment. Wir haben ja auch wieder. Der die Brennschlange hat wieder was geholt. Ja. Okay. Meinst du, der wird mir helfen, Kleine? Dessen bin ich mir sicher, danke. Ich pass drauf auf. So. Dann sag mal, war das alles an Holz? Soll ich noch mehr holen? Ich weiß nicht. Ja, ich kenne mich nicht aus, wie lange das brennt. Naja, ich will ja essen und nicht... Darf ich Ihren Brunnen benutzen? Aber natürlich. Der ist ja dafür da. Danke. Ja. Sie sind jetzt hier und machen hier einen Sonnenhof. Ich meine, die Sonne ist ja da. Aber warum nennen Sie das so? Na, das war der Name. Der steht da auf dem Schild drauf.
Auf dem Schild steht das. Habe ich nicht gesehen. Wir hier ankamen. Möchtest du auch ein Stück Fleisch? Wir haben einfach den Namen übernommen. Okay. Wir haben übrigens auch noch so lange Stöcker in dem vorderen Fass hier. Hier, das direkt vorm Fenster steht. Ich habe nicht mal Feuerzeug. Ja, ich habe vorhin ein paar gesammelt. Nur falls sie nicht ausreichen. Das sieht sehr lecker aus. Ja, aber wie, hat jetzt jemand Streichhölzer? Ich meine, ein Trockenbraten ist irgendwie doof. Ich habe meine letztens verbraucht. Wir können ja so tun. Oh, das bringt aber auch nichts. Vielleicht dreht die Sonne uns das Fleisch ja durch. Warte mal. Gucken wir mal. Du musst die Brille davor halten, sonst funktioniert das nicht. Also, oh, ich hab Streichhölzer. Moment, kurz. Ja, glaube ich zumindest. Alles okay? Ah, hier. Stein, ja, versuchen wir das mal. Das ist lieb von dir, weißt du. Es wäre unehre von mir herzukommen, den Texaner anzumalen und dann ein Stück Fleisch zu nehmen von ihm. Wenn brate ich es hier, dann ist es ja von mir. Oh, das ist gut. Ich bin nicht so nachtragend. Sie können gerne ein Stück nehmen. Mir macht dieser Voodoo-Wichser da hinten im Busch gerade mehr Sorgen als das Fleisch. Voodoo? Oh, ist da einer von denen? Yep. Die verirren sich eher selten hierher, also... Aber wenn Kracht gemacht wird, dann... Wir sind nette Leute. Naja, mehr oder weniger. Der Ort ist nicht so weit entfernt. Wenn wir Krach machen, dann werden natürlich noch mehr von denen das bemerken, dass welche hier sind. Lass uns Krach ausnahmsweise mal vermeiden. Echt? So kenne ich dich ja gar nicht. Tja. Oh, das Fleisch hier auch? Ja, ich habe ein paar Stücke rausgelegt. Das ist ja wie im Himmel hier. Muss sich ja lohnen. Also noch haben wir es hier. Es hält sich ja nicht mehr so lange. Deswegen ist es ganz gut, wenn es verbraucht wird. Ja, da hast du damit... Wir haben ja keine Möglichkeiten mehr zu kühlen. Ja, wir kommen dann immer, wenn du das loswerden möchtest. In letzter Zeit hatte ich nicht so viel Glück beim Jagen, also... Die Steaks sind recht gut abgelagert. Alma, kannst du mir gleich was drüber sprühen? Ja, wenn man die 10 Monate am Stück anhat, dann sind die ein bisschen verrissen, ja. Muss man die Zeit dafür finden, die zu flicken. Und hast du das Video jetzt angeguckt? Ich habe leider nur ein Kleid da, ich glaube nicht, dass dir das gut steht. Ich glaube, ich glaube, es würde eben nicht, aber danke. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen zu grell. Na, Oberweite kommt hin. Alter, was ist jetzt hier los? So kleine Brüste hatte ich jetzt auch nicht. Nichts war gut. Ah, hier verpasst du nichts, das ist jetzt erstmal ruhiges RP, wie gesagt, wir wollten heute nicht nach Mobilevka gehen oder so. Hey, soll ich euch mal eine lustige Münze zeigen? Pass auf, ich setze hier mal die Pflege auf. Warum mir? Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, ich glaub, sie steht hier. War das in meinem Teddybären drin?
Nein, nein, der habe ich schon länger. Ich habe so einen Sack auch an meinem Teddybären gestopft, weil der so hohl innen drin war. Der Kopf ist einfach viel zu groß. Der passt ja gar nicht rein. Guck mal, der grillt sogar Fleisch. Der du, kann ja was anderes. Der Bubblekopf. dieser Typ hier, der ist fast wie ein Vegetarier. Brillenschlange selbst bei deinem Mütze. Wir haben auch Gemüse da. Also. Hm? Der? Nee. Kann ich auch anbieten. Wir haben sogar noch ein paar Äpfel da, die wir unterwegs gesammelt haben. Ich weiß nicht, also was so ein Bratapfel ist auch lecker. Du kannst dir danach wieder anziehen. Ist ja kein Problem. Nee. Wie nee? Du kannst dir die holen. Warte. Hm, das geht eigentlich doch, oder? Also so lang ist es ja nicht, also... Oh. Ich sehe nichts. Hey, wer steht? Nicht weglaufen. Lass doch ins Feuer. Wo bist du denn? Ich sehe doch gar nichts. Hier. Mäuschen, mach mal Piep. Hoffentlich rennt sie jetzt nicht ins Feuer. Einmal bleib stehen, du läufst doch gegen die Wand. Du verletzt dich noch. Wo bist du denn? Halt still. Piekst du bist ein Pommes. Wo bin ich? Ich seh dich nicht. Scheinbar hat er ihn gleich festgezogen. Weißt du was, das ist einmal? So eine, ich habe keine Angst mit... Wenn du Angst vor etwas, mach die Augen zu und erziele das Ding in den Kopf. Wenn du es nicht siehst, sieht das dich nicht. Und dann brauchst du keine Angst mehr davor haben. Oh. Ich sehe wieder was. Ja. Man könnte da am besten mit Verstecken spielen. Ja. Im Fall. Und sie leben hier alleine, ja, oder? Sie haben so viele Zelte. Da schlafen bestimmt sehr viele Leute. Ich mach das mit einem Kumpel von mir. Aber der ist im Augenblick in den Norden. Im Norden? Ja. Das mit den // ist dann out of character, dann können wir ja kurz Informationen schreiben, was wir so vorhaben. Wenn wir Sternchen und dann schreiben, ist es eine Emote-Aktion, die wir durch den Chat durchführen, weil wir im Spiel vielleicht das nicht durchführen können. Zum Beispiel schneidet ihn einen Finger ab. Zum Beispiel. Ja, in der Nähe von Gwosno. Ach ja, hier ist ein Sack. Und in Dubrovka. Hm. Also da, wo er hingeht, da sind wohl keine. Also wir waren gestern in Tulga. Tulga hieß das doch, ne? Tulga. Sind da inzwischen so Doktoren? Ein Psychologe. Wirklich? Ein Psychologe? Ja, und noch angeblich ein Arzt, aber da weiß ich nicht von. Aha. Wann? Sind Sie ein Jäger oder so? Ja, ich bin Jäger, ja. Ich meine hier in den Typen da. Ich bin Funker vom russischen Militär. Kein Jäger. Sie können funken? Ja. Ja, und warum funken Sie nicht einfach mal ein paar Leute an, so Militärleute?
Weil er ein Funker ja. ist und kein Funkgerät. Ja, das Problem ist, die Funkanlagen sind zerstört worden. Und ich versuche die irgendwie wieder flott zu machen, aber das stellt sich als äußerst schwierig dar. Weil es hier so gut wie keine Ersatzteile oder sonstiges gibt. Es gibt ja nicht mal Strom. Das ist schon ziemlich problematisch. Das ist so schwer. Wie soll ich damit dann üben? Einmal, Liebes. Am besten, wenn du damit in die andere Richtung zielst. Menschen da ist doch gar keine Munition drin, oder? Da hinten in die Batterie. Damit kann man Strom machen. Ja, aber bei einer Waffe musst du beachten. Deshalb richtet man sich nie. Das ist richtig, aber da braucht man ein bisschen mehr als so eine, so eine 9 Volt Batterie. Leider. Also man bräuchte mindestens mal ein Dieselaggregat oder so. Ja, das würde funktionieren. Okay. Ja, das ist wirklich doof. Siehst du? Vielleicht, wenn man einen Mechaniker hätte, dass man einen LKW-Motor umbaut. Aber ja, es ist schwer. Ein richtiges Werkzeug ohne Teile, das ist so gut wie unmöglich. Und es gibt hier ja fast nur noch Scheißdreck in dem Land, muss man ehrlich mal sagen. Ja, das Land ist schon scheiße. Aber ja, naja. Ja. Ein bisschen näher ans Feuer ran. Die Wärme hilft ein bisschen gegen die... Ja, das ist eine Wahl auf einen Menschen rechnen, ob sie geladen ist oder nicht. Ja, das stimmt. Naja, wobei, auf Menschen, die uns zu uns böse sind, warum denn nicht? Vielleicht auch da manchmal nicht allzu praktisch. Hey, Frau, du hättest dein Heli auf jemanden gerichtet, der etwas Größeres dabei hat. Die den Müsli-Schalenträger. Da kommst du drauf an, wer schneller ist. Ehrlich nicht. Bedenke. Naja. Und du wohnst ja auch in der Nähe, oder? Wo wohnst du? Ja, ich wohne ganz in der Nähe. In der Nähe von Staroje, falls euch das was sagt. Staroje. Ja, das sagt mir was. Da sind wir durchgelaufen. Ja. Oh, tatsächlich? Gestern. Ihr scheint ja viel rumzukommen. Habt ihr einen Händler namens Shen getroffen? Ein was? Ein Shen? Was ist ein Shen? Ist das ein Gewürz? Das ist so ein... das ist so ein Chinese, der betreibt hier so Handel und zieht durch Sand. Wir haben nur einen getroffen. Der war ganz komisch. Ein Chinese mit einem Motorradhelm, ganz seltsam. Ja. Aber das ist ein netter Typ. Kann der Chinese Kung Fu? Nee, so einen haben wir nicht. Oh, scheiße. Ab und stimmt, oder? Rum. Könnten nicht fast alle Chinesen Kung Fu? Du, ich glaube, jeder Chinese kann kämpfen. Leg dich nie mit einem Chinesen an, deine Chinese, der macht Moves, von denen du noch träumst. Ich wurde jetzt mitten in der Nacht von einem zusammengeschlagen, der hat mich 5 Meter durch die Luft geschleudert, aber ich glaube, das war kein Mensch mehr. Ach Quatsch, meinst du, das war ein Chinese? Meinst du, das war ein Chinese? Gedacht, mein Gott, das sah aus wie ein verschissener Jackie Chan-Verschnitt. Der hat irgendwelche Scheiße erzählt. Ja? Der war seltsam. Der hat mich angebrüllt wie einer von diesen scheiß Voodoo-Viechern da unten. Aber er hat geredet. Er hat Namen aufgezählt. Irgendwas mit Boris und irgendwas mit R. Keine Ahnung. Und gesungen hat er das, das klang ungefähr so, so. Kirias Easo. So ganz komisch. Der war total freaky. Und ich sag dir, der hat mich umgerannt und hat mich dann 5 Meter gegen die nächste Hauswand geschleudert. Ich zieh meinen Hammerli ungefähr so, dreh mich um und er ist weg. Nichts mehr. Einfach weg, wie von mir vom verschwunden. Weißt du, wow. Ich bin kein abergläubischer Mensch und kein verweichlichter Schwanzlutscher, aber der Typ hat mir echt Angst eingejagt. Wow, Mann, das glaube ich dir aufs Wort, ne? 5 Meter durch die Luft, ne? Hast du dich nicht verletzt oder so? Ein paar blaue Flecken, ja, da kannst du mir weh. Und ein Riesenbeuler mit der... Vielleicht hast du deswegen Kopfschmerzen. Ja, geh mal davon aus. Könnte von daher kommen, ja. Drückt, Seitdem vermeide ich den Norden. Ich gehe da nicht mehr hoch. Er bekommt einen langen Hals, wenn er das hört.
Unser Spiel ja, ich hab Back, von ey. Dem, was ich gehört habe, der Norden, den sollte man eher meiden, ja. Wölfe, verrückte Infizierte und verrückte Chinesen, die Kung Fu können. Wölfe? Ja. Ja, ja, wir sind jeden Tag auf dem Server unterwegs. Umgerannt. Es gibt mal ein paar Ausnahmen, wenn es meine Kinder da sind oder so, dann bin ich halt nicht online. Das klingt nach Superkräften oder so. Wahrscheinlich mutiert. Ich meine nochmal. Ja. Du meinst so ein verschissener Ninja Turtle oder was? Ja, vielleicht, oder? Alter, der lange Hals. Vielleicht, ja. Das ist scheiße. Ich kann doch ja, keine die Peter scheinen wohl nicht mehr Treppen zu finden und greifen immer öfter Menschen an, ja. Im Norden. Apropos, ich müsste George mal wieder füttern. Na, ist egal. Ja. George ist auch bald los. Ah, jetzt ist lange Hals. Ich werde das Chloe wieder zu spät kommen. Wenn ihr den Chinesen trefft mit dem Motorradhelm, der Shen heißt, dann sagt ihm mal, er soll mich anfunken. Er weiß dann schon Bescheid. Ah, das wäre super. Ja. Wenn er mich nicht umschmeißt. Naja, der Chinese ist friedlich, der schleudert dich nicht durch die Luft. Alter, was ist hier los? Denk dran, alle das Chinesen können kämpfen. Das sollte mir ein paar Bücher alles besorgen. Alles in Ordnung? Und... Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, alles gut. Ist das ein Kumpel was geraucht oder heult er? Keine Ahnung, ich kenne den Vincent auch erst seit fast 2 Stunden. Weiß auch nicht. Achso, ich dachte, ihr lebt beide hier. Nee. Sein Kumpel, der hier wohnt, der ist unterwegs zu seiner Familienangelegenheit. Sorry, Leute. Oh, eine Familienangelegenheit. So eine Familienangelegenheit nach dem Motto, du bist schuld, du bezahlst, oder wie? Ich glaube, es geht weder um Alimente noch um Erbschaft noch um sonst was. Ja. Er kümmert sich um das Grab seiner Eltern. Ah, ja. Okay. Okay. Eltern, edler Herr. Wo ist ein Reh? Ich sagte okay. Nicht ein Reh. Oh. Entschuldigung. Oder das Reh ist okay. ja, vielleicht doch das. So, ich muss mal ganz kurz nochmal auf den Dings gucken, wo wir jetzt gerade sind, damit ich weiß, wo lang wir laufen könnten. Aber wir können gar nicht laufen. Könnten jetzt hier quer. Ich habe zufällig ein paar Kühe gesehen hier. Da ist der Sonnenhof, glaube ich. Nicht hier direkt, sondern irgendwo in der Nähe. Na, wieder zurück. Oh Gott. Letzte Nacht. Sie haben mich zum Tode erschreckt, die Mistviecher. Man erwartet alles und alle schlafen und man nachts aufpasst. Das Rotzen von Zombies, das Schreien von Wölfen. Aber nicht, dass 5 Meter weiter sich eine Kuh entscheidet und MUU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 U
Und jetzt, dann bist du jetzt die ganze Zeit hier und, ja, betreibst diesen Hof, ja? Ja, genau, ja. Meine Mama. Also ich passe so lange auf hier. Mhm. Falls jemand vorbeikommt, müssen sie ja verpflegt werden. Verpflegt werden ist immer gut, ja. Solange noch Sachen da sind, das mit dem Anbauen habe ich nicht so drauf. Und das kann Nico Dings. Martin kann das besser. Ich habe sowas noch nie gemacht. Nein, ich auch nicht. Nein, man könnte ja. Nee. Wenn er das macht, sieht das ziemlich einfach aus. Also irgendwie Graben, Düngerzeug drin, dann kommt der Samen rein und fertig. Samen, damit kenne ich mich aus. Was für Samen, ist die Frage. Aha. Ja, weil ich weiß nicht, ob da was draus wachsen würde. Zu gewissen Umständen wird da bestimmt was wachsen. Die Frage ist, ob man das will. Du musst nur den richtigen Mutterboden setzen. Ja, genau. Und was gehst du denn hier rum? Es gab von deinen scheiß Vegetarier gefressen. Übrigens genug Platz, wenn sie sich da eine Decke hinpacken wollen und eine Runde schlafen wollen. An einem trockenen Platz. Nö, es geht schon. Brauchen sie vielleicht einen Sklaven oder so? Was? Nein, mit der Sache sind wir schon ein paar hundert Jahre durch. Nicht ein paar hundert Jahre. Ach, also beide sind 100 Jahre alt? Das ist ja kein Scheiß. Was? Nein, unser Land. Nein, ist schon gut. Ist schon gut. Aber die Texaner haben eigentlich bei diesem Sklavereizeug sowieso nicht mitgemacht. Keine Sklaven? Das erinnert mich Texas. Ja, genau. Das erinnert mich an so eine Kindersendung, die ich früher gerne geschaut habe. Damals gab es ja kein Fernsehen in Tanoa, also nichts wirklich mit Antenne. Konnten wir uns einfach nicht leisten, weil wir verfickte Dschungelaffen waren und uns im Dschungel versteckt haben. Aber wir hatten einen Fernseher mit Strom und ein paar alte Videokassetten. Die Tex Avery Show. Ja, war eine sehr tolle Sendung. Lecker Fleisch. Das habe ich auch geguckt. Super. Ja, wollen wir jetzt hier bleiben oder vielleicht irgendwann weiter? Weiß ich nicht. Wohin möchtest du? Ich bin ein Chef. Nein, ich bin kein Chef. Aber ja, jetzt hier die ganze Zeit hier zu bleiben, ist auch irgendwie langweilig. Ich will was erleben. Aber du bist was Besonderes. Und wenn du dran glaubst, dann kannst du alles. Nur nicht fliegen. Nein, das solltest du doch nicht versuchen. BW. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für das Fleisch. Das war gut, ja. Dankeschön. Vielen Dank. Und ja, der Funker sollte gucken, dass er irgendwann mal funkt. Ja. Er sucht Batterien. Ich suche nicht speziell Batterien, ich suche alle möglichen elektronischen Komponenten. Ach so, ja. Das mit dem Strom ist auch wichtig, aber Batterien helfen mir nicht viel weiter, leider. Ich habe jetzt gesagt, unten in Tröger ist jemand so ein Elektro-Typ? Ja, der arbeitet aber erst am Krankenhaus, den kann ich mir frühestens in ein paar Wochen ausleihen. Ja, jetzt hat er schon meine Batterie mehr. Ich brauche den Scheiß nämlich nicht. Vielleicht ja an diesem Funkturm, von dem ich erzählt habe, vielleicht sind ja da noch ein paar Teile verwertbar. Ja, bei Gorka, stimmt, ja. Ja. Ich war schon mal da, ich würde nicht hingehen an der Stelle.
Na, da werde ich die Tage mal hingehen, mal gucken, ob man da noch was ausschlachten kann. Aber durchaus eine Gegend, wo Wölfe vorkommen können, also sollte man aufpassen. Ja, werde ich beherzigen. Das ist euer geringstes Problem. Ja, da oben sind böse Menschen. Sondern? Menschen? So? Wart ihr schon mal da an, Alter? Nee, ich war da noch nicht. Alter? Heißt dieser riesige Funken, von dem ihr gerade redet, ja. Die Leute haben den scheiß Altar genannt. Mir wurde mal erzählt, dass es mal ein paar Idioten gehabt, die der Meinung waren, deine Radiostation aufbauen zu wollen, um die Menschen hier mit Radio zu versorgen, anstatt Hilfe zu rufen. Tja, die gibt's so leider nicht mehr. Altar hat sie gefressen. Und irgendwer hat da wohl irgendwelche Schmierereien gemacht. Ich war mal da. Überall schwarze Hände draufgemalt und ganz, ganz groß am Eingang, weißt du, was da steht? Betreten verboten, wird mit Tode bestraft. Deshalb gehe ich da nicht hin. Oh. Oh. Das ist schon eine Weile her, dass ich da war. Da war sowas noch nicht. Mhm. Sie sind also schon sehr alt. Ja, vielleicht sollten wir Ihnen mal einen Gehstock besorgen. Was? Einfach ja sagen, Texaner. okay. Egal, ich will jetzt weiter. Ja. Also wünsche ich euch einen schönen Abend und lasst euch nicht fressen. Ja. Ja, wir bemühen uns. Denkt an meine Worte. Als gefährlich, betreten auf eigene Gefahr. Also, tschüss. Dann passt auf die Chinesen auf. Ja, die Chinesen sind gefährlich. Die Kala Kung Fu. Ich weiß zwar nicht, wo wir hinkommen, aber ich will hier lang. Okay. Komm, Pfleger, du hängst immer hinterher. Muss mal mehr Fleisch essen. Ich muss dich auch mittragen. Die gefällt dir, gib's doch zu. Hab dich nicht. Ich glaube, ich bräuchte irgendwann mal einen größeren Rucksack. Sagen wieder ein. Oh Gott. Ein Amerikaner und ein Soldat. Ich habe mich da gerade richtig wohl gefühlt. Mhm. Ich hasse Amerikaner, ich hasse Soldaten. Ja gut, meine anderen Charaktere sind halt nicht so, ne? Also, die sind eher, was das angeht, so kalt. Wir eigentlich hier hin? Warum? Frage. Hättest du ja fragen können, aber hast du nicht getan. Und jetzt fragst du uns sowas. Du bist ein richtiger schlauer Mensch. Ja, ich hab's vergessen. Du vergisst so vieles. Bestimmt das Fleisch, was ich gegessen habe. Willst du sagen, das Fleisch war nicht gut? Doch, das war lecker. Wie gesagt, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hinlaufen, aber ich will einfach ein bisschen durch die Gegend. Ich könnte mich daran gewöhnen, vielleicht. Theoretisch laufen wir gerade in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Meinst du? Yep. Ja, ist doch nicht verkehrt. Vielleicht finden wir ja Kühe oder so. Haben unser eigenes Fleisch. Einmal, wie geht's deiner Schulter? Tut weh. Schläger, du kannst doch bestimmt irgendwas mit Physio machen oder so ein Scheiß. Da habe ich keine Ausbildung. Wieso nicht? Muss doch irgendwo ein bisschen Mediziner sein, oder nicht? Ich habe ja Tabletten. Also wie gesagt, es ist jetzt heute sehr viel Wander-RP, weil wir halt nicht unbedingt nach Mogilevka wollten und deswegen haben wir jetzt den Abstecher bei Kelmar gemacht, um die Leute auch mal zu zeigen im RP. Das ist ja auch mal wichtig, dass man auch andere RP-Leute kennenlernt. Ich hatte gerade erst mal eine Ausbildung fertig. Ausbildung, also.
Was dann, Willi? Nein. Hätte ich auch gerne gemacht. Ich hätte mein Leben vielleicht eine normale Bahn geworfen. Bitte nicht. Sag sowas nicht. Das kannst du doch nicht schreiben. Also jetzt bin ich etwas traurig. Jetzt muss ich Taschentücher abholen. Ich habe hier keins mehr liegen, ja doch. Ja, das sind die Hotspots sozusagen. Hotspots, das sind halt so Markierungen, wo die Spieler sich nach orientieren können. Falls sie halt neu sind und nicht wissen, wo sie RP finden oder so. Weil, wie ihr seht, dieses Lauf-RP, wie wir machen, auf der Küste, an der Küste würde uns man jetzt nicht antreffen, obwohl wir sozusagen denen entgegenlaufen. Und dementsprechend gibt man halt den Spielern die Möglichkeit, dann an Hotspots ranzukommen. Ihr seid auf einmal so still, ja? Drehen und laufen ist ein bisschen schwierig. Weil das eine infizierte Zone ist. Sofern du die betrittst, ist das laut Lore, dann wirst du krank. So ist die Lore geschrieben. Dass halt dadurch, dass du dann infiziert wirst und du stirbst dann halt in wenigen Tagen. So viel Wald und so viel Wiesen. Guck mal, hier sind überhaupt keine dieser komischen Dinger. Nee, gar nicht. Aber das steht ja auch da, TC-Sperrgebiet etc. Also das wissen halt die viele OOC, also Out of Character, wissen das halt auch, dass dieses ein Sperrgebiet ist. Habt ihr gegen meinen Weg etwas? Dann sagt es mir. Ich mag es schön so, mal andere Wege zu gehen. Nur zu gucken, wo man bei rauskommt. Lange will ich irgendwelchen bösen Menschen in die Arme laufen. Ich hoffe es nicht. Alle weg. Wir können die Straße gehen oder noch weiter querfeldein. Mir egal. Ich folge euch. Mir ist das immer egal. Immer noch Geburtstag? Das kann ja nicht stimmen. Doch, du hast jeden Tag Geburtstag. Aber so viele Geschenke kann mir einmal gar nicht machen. Cool wäre es, wenn wir mal ein Zelt finden würden oder sowas. Aber dafür looten wir gar nicht. Also wir gehen gar nicht gerade auf ein Loot-Tour, sondern wir gehen einfach nur quer durch den Wald. Jeden Tag Happy Birthday zu singen, habe ich auch keine Lust zu. Aber was ist, wenn ich das möchte? Ich glaube, es ist ziemlich irrelevant, ob du Lust dazu hast oder nicht. Ja, dann bekommt es ja Ohrenschmerzen bei meinen...
Naja, ich bin mal gespannt, wie ihr auf meine anderen Charaktere reagiert. Also, ich meine, ich habe ja Hardy gespielt. Hardys Bruder werde ich noch spielen. Manfred gibt's ja auch noch, den drogenabhängigen Busfahrer. Ja. Der ist auch nur im Ruhestand aktuell gerade. Manchmal ist auch in den Bäumen. Ich weiß echt nicht, wo wir langlaufen. Ich glaube, wir laufen voll ins Wolfsgebiet rein. Aber egal, kriegen wir schon, glaube ich, hin. Hoffe ich. Dann sind wir RIP. Gedacht. So ein paar Zelte wären schön, wie die Typen da hatten. Ja. Dann braucht man nicht alles mitschleppen. Ja. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich die gerade hinführe. Das kann echt überall sein. Und wieder ganz viel freie Fläche. Schön Sonnenschein. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber das ist mal schön, wenn man nicht weiß, wo man ist. Dann muss man sich auf, naja, seinen Instinkt verlassen, glaube ich. Brillenschlange, du schweigst ja so. Was ist da los bei dir? Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Vielleicht weißt du das. Ich hab doch gerade gesagt, ich weiß es nicht. Ich hab gedacht, du kennst dich hier sehr gut aus. Gut? Naja. Schon weiter ganz genau, wo die letzten 7 Jahre war. Wenn du dich hier auskennen? Na schön hier laufen. Und irgendwann mal finden wir vielleicht was Interessantes. Hier hinten ist eine große Mauer. Eine was? Eine große Mauer. Mein Schnürsenkel. Siehst du sie? Dort hinten. Nein, da will ich nicht hin. Das sieht mir, naja, zu komisch aus. Okay. So. Ich will da lang. Oder wollt ihr in die Stadt da rein? Hm? Weiß nicht. Sagt's mir, wenn ihr da rein wollt. Der Wimmel der von Infizierten. Wir laufen noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir eine andere Stadt. So seht ihr ja mal auch ein bisschen mehr von der Map außer das Gorka?
Kann natürlich Gorka sein, aber dann müssen wir anders laufen. Egal. Und, was ist los beim Doc? Erzähl. Bist du müde? Ein bisschen. Ja, ich will nicht allzu weit laufen, aber die jetzt zu bleiben will ich auch nicht. Da habt ihr doch so lange geschlafen. Hä? Nein. Ich spiele mein RP. Das ist einfach RP, mein Freund. Kannst du selbst machen, wie du möchtest, weil ich werde das ICE nicht anwenden. Also von daher, alles, was ich OEC erfahre, kann und darf ich eh nicht IC anwenden. Also von daher... Da hinten sieht es noch aus, als wäre da ja noch viel mehr Wald. Das hast du gut erkannt, Sherlock. Ja, ich bin ein guter Sherlock. Oh ja, das bist du. Vielleicht laufen wir mal ein bisschen schneller. Wir könnten auch ein bisschen schneller laufen. Vielleicht werde ich dann wieder wach. Okay. Natürlich bin ich ein braver RP-Spieler. So muss das doch sein, oder? Es bringt doch keinen Spaß, wenn man OEC-Wissen IC anwendet. Aber das begreifen viele nicht. Deswegen, naja, machen die etwas, was dann total dumm ist, hören dann OEC was und dann spielen sie das an IC aus. Ist nicht jeder Spieler so, aber es gibt den einen oder anderen, den ich dann teilweise auch kenne, der das macht. Aber... muss ja jeder für sich selber wissen. Ich mag's nicht und ich würde es auch nicht machen. Habe ich gar keine Lust zu. Oh fuck, das ist natürlich richtig schlecht. Ein Cliffhanger, gefällt mir. Das gefällt mir. Gut. Hallo Maniac. Nein, also. Also ich finde es gut mit so einem Cliffhanger. Würde ich auch gerne einfach. Wenn ich wieder allein unterwegs bin, werde ich das auch so ein bisschen anders. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo in der Nähe von Tulga sind. Meinst du? Aber genau sagen kann ich nicht. Ich hab Hank. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen einfach zu weit Richtung Süden und kommen irgendwann an der Küste an. Oder in Tulga. Oder in Tulga. Ja, vielleicht ist ja der John da. Der gibt uns bestimmt auch wieder Fleisch. Ja? Ja. Vielleicht sehen wir was hinter dem Hügel. Sonne blendet so. Ich glaube, wir werden erleuchtet. Geht nicht in das Licht. Sonst werdet ihr blind. Was sollten wir machen, ne? Ja, irgendwie... vielleicht sollten wir mal in die Richtung gehen, oder? Nieder? Was ist denn da? Da ist das. Diese Richtung da. Auf jeden Fall sind da ein paar Gebäude. Neidisch Behinderte sind psychisch kranke Maniac, also die gerade so ein bisschen auf die Welt losgelassen werden. Aber es wäre eine Übernachtungsmöglichkeit. Ja, lass uns mal gucken.
Die sind psychisch krank, die haben ein Jahr auf der Insel und sind jetzt von dieser Insel runter sozusagen nach diesem ein Jahr und sind jetzt gerade mehr oder weniger auf die Menschheit losgelassen worden und müssen erstmal wieder gucken, wie sie soziale Kontakte pflegen und machen. Und der Rodriguez hat uns, mag uns einfach. Warum auch immer. Also das sind die Hintergrundinformationen, die ich jetzt mal so auf schnell geben kann. Ohne große Spoilern. Ich glaube, ich bin auch dich noch gar nicht getroffen, oder? Du bist schon fertig. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Da kann man jetzt hier was anderes haben. Oh. Du bist ein bisschen doof. Na, Igor, was habe ich gesagt? Menschen sind echt doof. Die sind etwas Besonderes. Ja, aber... Ich will dran denken. Dann ist er besonders besonders. Er kann auch besonders doof sein, Hauptsache er ist besonders. Schade. Vielleicht hätte es ja interessant werden können. Ich weiß tatsächlich nicht, wo wir sind. Welche sind denn Häusern, ja was? Schauen wir mal nach. Klopf, klopf! Klopf, klopf macht er immer wieder. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ja, wir müssen in die Richtung durch das Auto, weiß ich. Na, ja, würde mich freuen, also. Ich meine, ob du uns jetzt magst oder nicht, unsere Charaktere, das ist ja dir überlassen, IC, ne? Ich meine. Oh, ich mache jetzt mal richtig Quatsch. Jetzt kann ich mal auf den Kopf fallen. Ja, jetzt kann ich immer hinfallen, mir passiert nichts. Wir müssen in diese Richtung. Das müssen wir auch gar nicht, was? In welche? In diese Richtung. Okay. Gefällt mir. Bang. Und gegen auf den Bang. Was machst du da? Oh, du hast ein Rohr dorthin. Tut das weh, wenn ich da gegen deinen Bauch laufe? Ja. Hey. Hey. Pass auf, dass du dich nicht verletzt, okay? Einmal schon mal auf die Quatsch. Ah, diese doofen Schnürsenkel. Oh! Noch ein Pärchen. Wir müssen, glaube ich, in diese Richtung. Ja, da kommen wir wieder runter, glaube ich. Was ist denn da? Das Wasser. Hm.
Schleife, dann da rein. Was bleiben die denn da stehen? Ich will nicht die ganze Zeit da stehen. Weiter geht's. Warum gehen wir eigentlich wieder an die Küste? Ja, dann kann ich mich wieder besser orientieren. Fand das jetzt gerade doch nicht mehr so lustig. Ich glaube zumindest, dass es die richtige Richtung ist, wenn ich mich recht entsinne. Naja. Ich sehe nur Bäume. Ganz viele Bäume. Ich sehe was, das du nicht siehst, und das ist grün. Ein Baum? Ein Abfall. Schummelt. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist doch dieses Kapdorf da. Da war ich. Der Reue, oder? Ich kann die Schrift zwar nicht lesen, aber die zeichnen sie genauso aus wie das Drecksdorf auf der Karte. Da müssen wir jetzt irgendwie Weg Polana oder so sein. Polana. Popolana. Ich gehe hier rein. Nein, das ist nicht Polana, das ist Dolina. Ich glaube zumindest, dass es Dolina ist. Ja. Diese Häuser sind so verbuggt, so reinzukommen und rauszukommen. Da liegt noch ein Gewehr in dem Haus. Wem da? Auf dem Fernseher oder so. Okay, mein Spiel ist abgeschmiert. Okay. Das sollte natürlich nicht passieren. Das war mal nach unten. Starten das Spiel nochmal neu. Hoffentlich ist das stehen geblieben. Daisy halt, ne? Kennt ja jeder. Ja, das ist halt, ja, wie beschreibe ich das? Bescheiden. Moment mal. Boah. So.
Ja, das ist ganz normal, ne? Das habe ich auch ab und zu, wenn ich irgendwelche Items angucke und dann auf einmal, pep, ist das Spiel aus. Ja, mein DayZ hat sich kurzzeitig verabschiedet. Sorry, Leute. Wir gucken sowieso jetzt, wie weit wir erstmal kommen. Ach, Anonym hat mir auch 10 Euro donated. Alter, warum zeigt ihr mir das alles nicht an gerade? Go. Ach so, das war vor 2 Stunden. Da war ich ja noch gar nicht am Stream, Leute. Danke für eure Donation. Ich sehe das jetzt gerade. Anonym 5. Anonym 1. Anonym 4. Wo sind die denn jetzt? Alter. Das jetzt erst? Sorry, Leute, ich bin gerade voll im Feeling gewesen. Aber 2 Stunden, ich bin ja gerade seit 1 Stunde und. Zeigt ihr mir das denn nicht an gerade? Ich muss mal ganz kurz einen Test machen, Leute, weil irgendwie. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Test machen, das ärgert mich jetzt gerade. Das wäre jetzt natürlich richtig doof, wenn ich das nicht eingestellt habe und nicht gesehen habe. Dann tut es mir echt leid, weil ich sehe das gerade. 2 Stunden ago. Hä? Ach so, okay, jetzt weiß ich, was das war, okay. Schon sagen. Nein, okay, dann passt alles. Dann ist schon wieder alles okay. Ah. Machen und dabei. Teamarbeit. Wo seid ihr denn? Hier. Ich bin hier. Du bist doch weggelaufen, Igor. Nein, ich war kurz. Naja, mich erleichtern. Aber dann solltest du Bescheid sagen und nicht einfach wegrennen. Vorsicht! Da kommt noch jemand. Wir sollten hier aus der Stadt verschwinden, glaube ich. Hier gibt es eine Menge Viecher. Warum? Hier gibt es aber vielleicht auch eine Menge Sachen. Ja, dann geh in die Häuser rein. Ja. Jetzt weiß ich auch, was das war, also alles cool. Die letzten, die gesponsert haben oder gespendet haben, waren Rodriguez und Hufreisin, genau. So. Jetzt habe ich das auch. Weil die Donations sind ja alle an, also die Followers und. Oh, Alter, schon wieder so mega leck. Ich hab schon wieder, ich flieg schon wieder raus.
Ja, ist sie auch. Nee, das fände ich jetzt nicht so toll. Aus einem Haus und die ist gar nicht so schwer. Aua! Fällst du sie noch einmal an, dann reiß ich den Schädel ab. Uhu, Talama. Ich hab leider keine Pflaster dabei. Tut mir leid, dass du das machen musst, dann mal Blindschleiche. Oder Brillenschleiche. Blindschleiche. Oh, ich sehe gerade, meine Sachen sind ruiniert. Ah ne, Badly Damage, naja, egal. Das Haus hier ist umzäunt, glaube ich, komplett. Oh, Bitch. Ey, hier spielt die Musik, du Drecksack! Ich glaube, das ist das einzige Haus, was komplett umzäunt ist, oder? Theoretisch, ja. Komplett umzäunt. Der hat mir mein Kleid kaputt gemacht. Ne, ich weiß. Brauch nur das hier machen und fertig. Danke. Wie neu. Ob so Zeit kann man noch nähen? Ich hoffe, ich behalte es erstmal noch an. Dass man in einer Bar kein Bier findet, das ist schade. Bier ist so selten geworden. Das ist schnell schmutzig, aber das ist egal. Das kann ich mal kurz in Rex umwandeln. Kombinieren. Ja, mal sehen, wie das so wird, ne? Viele mögen uns ja nicht. Aber das ist ja völlig egal, ob man uns mag oder nicht. Das interessiert mich eh nicht. Jetzt gucke ich mal eigentlich, was ich für ein Zeug hier überhaupt mit habe. Gelben Regenmantel braucht keine Sau. Das Tape braucht keine Sau. Generous Uniform packe ich hier raus. Oh, braucht noch eine Streichhölze. Das ist gut. Da liegen welche. So, denk dran, Messerschere gab Licht für keine Kinder nicht. Gleich hier rein. Schön von den Kleinen weg. Lass hier rein. Die dürfen auch nicht mit dem Feuer spielen. So. Das schmeiß ich mal hier neben der Straße hin, damit da kein Auto drüber fährt. So, dann haben wir schon wieder umsortiert, die ganze Scheiße raus und das hier kommt auch weg. So.
Wo ist Alma? Da vorne. Da vorne. Da liegen auch zwei Wunden drinne. Mir gefällt der Helm nicht mehr. Sind wir die Bratpfanne hier? Du hast es heute ganz schön eilig, Igor. Ja, ich will laufen, laufen, laufen. Sport ist gut, ja. Wir haben kein Menschenfleisch-Tick, wir mögen aber Fleisch. Aber nicht, wenn du von uns wegläufst. Ich laufe nicht von euch weg. Solltet allgemein aufpassen, dass wir eventuell alle mit dem Tisch zusammenbleiben. Ich kann nicht auf euch alle aufpassen, wenn du durch die Gegend laufst, wie aufgescheuchte Hühner. Ja, mein Charakter ist eh was Klamotten angeht. Schnelllebig. What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. La 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 la. Ich hab da mal ein Video von gesehen, wie Menschen dazu getanzt haben. Video? Das sah sehr komisch aus. Im Fernsehen. Das ist sicherlich ein komisches Fernsehprogramm, da wo ihr herkommt. Oh oh. Nimm das! Und noch ein und noch ein und noch ein! Hinter dir! Schon wieder! Wir sind aber auch biestig heute. Vielleicht ist sie ja Verbandsmaterial. Oder wie das heißt. Meine Jacke. Schon wieder. Komm, letzte Mal patch die, Alter, wenn die jetzt wieder. Hier ist auch kein Verbandsmaterial. Ich hab was gefunden. Oder habt ihr euch schon gepflegt? Ich hab mich gepflegt, ja. Mehr oder weniger. Such nach irgendwelchen alten Hosen oder Klamotten. Die können wir zerschneiden und können wir auch als Verbände benutzen. Da, die da. Vielleicht ist hier drinne was. Ein blauer Rucksack, jawohl. Ja.
Diese Viecher sind heute echt aggressiv. Ja, ja. Jetzt sollten wir den Dingen ein bisschen aus der Weg gehen. Problem ist nicht, ob die Schieße dann locken wie das ganze Dorf. Und im Nahkampf sind die Viecher einfach zu gefährlich. Jetzt habe ich einen blauen Rucksack. Super. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, scheiße. Alter, ist noch Müll hier. Warum rennst du so? Zeitweilige Übermotivierung, mein Freund. Wo ist denn Brillenschlange hin? Finde ich einer zu wenig. Brillenschlange, ich hab nicht ewig Zeit. Brillenschlange. Brillenschlange. Hey, da hinten steht er. Der ist echt langsam, der Kerl. Ich glaube, ich sollte ihn essen. Das wäre eine Möglichkeit. Und habt ihr keinen Pfleger mehr? Naja. Ach, da ist er. Einmal, Liebes, tu mir mal einen Gefallen. Gib mir doch mal bitte kurz dein Gewehr. Naja. Pass mal auf. Das schmeißen wir weg. Und das stecken wir da rein. Oh. Jetzt kannst du damit schießen, aber vorsichtig. Ja? Nee, kannst du dir wirklich schon der wehtun. Aber wahrscheinlich auch irgendwo, wo nicht so viele von diesen Monstern sind, oder? Machen wir nachher bald einfügen. Oh, meine Hand, ey. Hm. Ach ja, genau, dieses Wochenende wird es kein Livestream geben, also Freitag, Samstag gibt es keinen Livestream. Also zwecks RP-mäßig. Es wird wieder RP-Livestream ab Sonntag geben. Problem ist nur, dein netter Freund Igor da vorne, der ist langsam ein bisschen nervös. Ich glaube, der wird müde. Ich weiß. Ich kann neue Hose. Neuen Hut. Wenn euch was kaputt geht, ich kann euch das über Nacht alles sehen. Kein Problem. Dafür ist der Papa ja da. Der Papa. Oh Mann. Das kostet dich 600 Euro, bevor ich die Papa nenne, hör mal. Ein guter Freund, ja.
Ja, weil am Wochenende sind meine Kinder da und ich werde dann nicht streamen. Also Freitag, Samstag sind sie da und Sonntag gehen sie wieder zur Mama und ja. Igor! Hm, was denn? Warte doch mal. Alles klar, wir kommen weiter. Ich will dahin. Genau, die Real-Life-Sache. Kann man nicht kaufen, aber hat man des Öfteren. Und ist trotzdem teuer. Ich will hier. Kann ich auch. Kannst du auch die Hacken dabei zusammenklacken in der Luft? Nee. Ich versuch's mal. Aber nicht. Nee. Oh, ich guck mal da drüben. Oh, schade, hier ist nichts. Im Gegensatz zu meinem PC ist die Real-Life-Grafik besser, ja. Oh Mann. Stimmt, das ist der Nachteil. Es gibt keinen Respawn-Button. Das Problem ist, würde ich eine vernünftige Grafik euch bieten können und einen PC vernünftig hinstellen. Müsste mein PC mehr oder weniger nach und nach komplett upgraden und das ist nicht gerade günstig. Wer weiß, ne, PCs sind teuer und so, das ist halt alles so eine Geldsache. Und noch mal Häuser. Mal ganz kurz hier stehen bleiben. Such schon mal die Häuser, ich guck mal auf der Karte, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind in Solnitschny. Möchtest du das lesen, oder? Ich muss es nicht lesen, ich gucke einfach nur, wie die Buchstaben aussehen, dann schaue ich auf meine Karte. Ich bin Solnitschny. Das ist da, wo wir vorhin waren. Wo ich euch erzählt habe, dass Jonas da mal gewohnt hat, der Herr Fleisch. Wo ist denn jetzt einmal schon wieder hin? Keine Ahnung. Gerade war sie noch hier. Mm-hmm.
dich ruhig. Jetzt, wo sind die denn jetzt alle schon wieder hin? Wo seid ihr? Oh, die geht dadurch kaputt. Fuck. Eimer. Sie sind weg. Captain. Ich glaube, ich höre sie. Diesmal seid ihr weggelaufen. Wir sollten doch die Häuser durchsuchen, oder nicht? Hälfte, Igor. Danke. Wo laufen wir denn jetzt hin? Theoretisch? Was? Würden wir nicht tun. Nein, also wir sind ganz liebe Menschen, wir würden niemals jemandem was reinritzen. Wir laufen gerade Richtung Tulga. Also das sind auf jeden Fall Gerüchte, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, hier waren wir schon. Yep. Wir sind jetzt eine große Runde gelaufen. Ja. Wir können uns auch gleich ein Haus suchen zum Schlafen oder so. Und wenn ihr müde seid, mir ist das egal. Ich bin erst müde, wenn ihr müde seid. Ich kann 3 Tage ohne Schlaf auskommen. Okay, so lange auch wieder nicht. Das kriege ich auch noch beigebracht. Ich werde dir einfach jedes Mal, wenn du schläfst, eine klatschen. Nee, muss nicht. Oh, das ist gut. Das ist viel Zeit für die wichtigen Dinge. Schlafen, wenn man Firma wertet. Ah, beim Schlafen erholt sich der Körper. Genau, so. Sicher, sicher. Im Übrigen bist du dir noch dran, damit du aufpassen. Wollen wir noch nach Tulga gehen oder wollen wir schlafen? Entscheide du einmal. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ist aber keine Antwort. Na, bisher hast du heute entschieden, warum soll ich jetzt entscheiden? Ja, weil ich heute die ganze Zeit entschieden habe. Was sagt denn der Captain? Ich richte mich nach euch, wisst ihr doch. Ich
nur auf euch auf. Ihr könnt alle Entscheidungen selber treffen. Mhm. Bingo! Oh oh. Bingo! Seht ihr, ohne dass einer blutet. Da kommt einer. Hinter euch. Oh, einmal weg da. Oh, das ist immer leid, hab ich. Gott, hier steht alles so dicht herum! Dann doch mal! Mhm. Okay, der hat uns überrascht. Mhm. Hey, schaut mal, was er dabei hat. Kann jemand? Kann das jemand? Eine verdammte Angel! Wingardium Leviosa! Hey, Träger! Piek! Piek! Au! Piek! Du bist ein Pommes! Das ist weh! Ach komm schon, das kann doch nicht wehtun! Das ist eine scheiß Angel! Vielleicht hat er Angst vor Angeln. Vielleicht piekt ihn ja der Haken. Also, was machen wir? Ja, wir können nach Tulga gehen und da Rast machen, oder? Wir machen hier Rast. Wie entscheidet das? Dürfen wir in Tulga denn übernachten? Hm, weiß ich nicht. Natürlich. Ich glaube eher nicht. Wieso sollten wir das nicht dürfen? Weil der dicke Russe es uns verbietet. John hat da das Sagen. Aber wir dann können lass uns doch noch mal hochgehen. Hm, ja, okay. Wenn du willst. Den Weg oder den da hinten? Da war doch irgendwie der Bergaufstieg, oder? Hm, ja, da will ich nicht lang. Okay. Okay, ihr kriegt jetzt doch noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel mehr RP vielleicht, wenn da oben was los ist. Ich hätte das vielleicht sogar auf morgen verlegt, aber ja, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir können ja etwas schneller laufen. Beziehungsweise ich hätte das auf Montag verlegt, nicht auf morgen, so rum. Juhu! Yeah. Jetzt bist du die rote Rakete. Dann bist du aber der Silberfall. Und nochmal für alle, die gerade zuschauen, ihr könnt unten auch auf YouTube mich abonnieren, auf Facebook liken und auf Twitter folgen, wie ihr das gerne mögt. Ich würde mich freuen. Gibt es hier eigentlich auch Bären? Auf YouTube sind alle RP-Streams hochgeladen, extra für euch. Und beim Schlafen auch so. Ich denke mal, wenn du denen im Dunkeln begegnest, dann willst du keinen Unterschied mehr. Ja.
kannst du nicht, mein Igor. Die ganze Zeit rennen ist nicht gut. Hier hoch. Vielleicht. Ich glaube, wir sind ja auch da runtergekommen. Ach ja. So, noch einmal kriegt ihr sozusagen dieses tolle Auge für euer Auge. Hört sich irgendwie voll falsch an, oder? Mit diesem komischen Menschen gelegt, ne? Seid ihr ganz ruhig, ja? Sagt mich das nach. Sagt einfach gar nichts, wenn die dabei sind. Okay. Groß sind sie an der Ehrenwort? Ich bin an der Ehrenwort. Super. Anstrengend. Oh, Talama, mach dich nicht älter als du bist. Ich glaube, du bist 10 Jahre älter als ich oder so, ne? Das stimmt. Echt? Hörst du jünger an? Ich hab etwas an. Wer weiß? Okay, dann sind es 22 Jahre. Naja, okay. Ich gehe mal oben und noch was trinken. Das darfst du jetzt schätzen. Komm, schätz mal, wie alt ich bin. Wenn ich das schon gesagt habe, ne? Das ist eigentlich schnell runterzurechnen. Aber rein vom Aussehen und vom Reden her, wie alt hättest du mich denn geschätzt? Wie ist deine, dein Alter, wenn man fragen darf? Wenn man überhaupt so neugierig sein darf, so als Streamer, weiß ich nicht. Oh, der Flieger hat eine neue Jacke. Ja, in Orange.
Jetzt schreibt Bittersweet gar nichts mehr. Ja, ja. Scheint aber keiner hier zu sein. Nein. Besser. 28, 29. Ja, ist ja eigentlich schon so. Bin ich doch alt geworden. Scheiße. Ich hab gedacht, ich bin noch so jung, knackig, gut aussehend. Bisher war er auch der Einzige, der nett zu uns war hier. Oh mein Gott, ey. So was sollte ich, glaub, der gab doch sowas sollte ich nicht sagen, nein. Das größte Problem waren einfach diese zwei Leute. Ja? Die Macho-Ärsche. Also ich bin knackig, ja. Also es knackt jedes Mal, wenn ich mich bewege, aber gut aussehen, lassen wir es mal dahingestellt. Okay. Dann habe ich das wohl bei den ganzen Hass von den dreien übersehen. Ja, das kann vorkommen. Vor allem Fox ist ein ganz netter Kerl, glaubt mir. Merkt euch einfach ein, Fox ist ein guter Freund von mir, also ist Fox auch ein guter Freund von euch. Okay. Na, dann geht's ja. Aber hier scheint wirklich alles still zu sein. Tote Hose hier. Finde ich wesentlich angenehmer so als so wie letztens. Ja, aber der Herr Müller sollte da sein. Mülli! Anklopfen wie letztes Mal? Ich glaube, noch mehr Schläge hält die Tür nicht aus. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen die Seilbahn runter und legen uns da in den Häusern schlafen. Aber da unten auf der Straße wir dürfen hier schlafen. Wie bitte? Der Captain hat gesagt, wir dürfen hier schlafen. Ja, aber... Naja, ich will hier nicht schlafen, bevor der Herr Müller das weiß. Ja. Pass auf, wir können da unten schlafen. Die zwei, drei Häuser da unten sind auch frei. Die gehören theoretisch hier nicht zu. Das sind sozusagen Gasthäuser. Da wird niemand etwas dagegen haben, wenn wir dort übernachten. Aber wenn nicht, dann schieße ich über den Haufen. Ist ja auch egal. Ja. Wir kommen so nach und nach zum Ende. Der knackige Streamer macht jetzt gleich eine Sense. Oh Gott, nein. Ich werde jetzt gleich aufhören zu streamen. Und werde dann Sonntag den Stream wieder anschalten. Also ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Freitag, Samstag ist Streampause. Das erste Mal wieder seit langem. Ich habe ja jetzt echt viel durchgestreamt. Und falls ihr Langeweile habt, ihr könnt alle Streams auf YouTube nochmal nachgucken. Was so geschehen ist. Ich hätte der Timer komplett im Weiß. Ja. Die Farbe der Reinheit. Die reine Alma. Mit ihrer weißen Weste. Man kann sie trotzdem antreffen, ja. Ich fass auf eine Krankenschwester. Oh. Du wärst vielleicht bin ich ja heimlich eine. Aber da steht ein Fass. Meint ihr wirklich, das ist unbewohnt? Ein Fass? Wo steht da ein Fass? Na da. Hallo, jemand da? Ist auch ein Fass. Ich glaube, da schläft jemand. Schon leider, dann entdecken wir den noch. Ich gehe runter. Ist das Haus da frei? Da ist auch ein Fass drin mit einer Clownsmaske. Clownsmaske? Der Wolfmaske. Merke ich mir. Ja, und wie gesagt, abonnieren, folgen, teilen, twittern, boah, ich bin echt fertig gerade. Und wieder runter. Ist ja nicht weit. Aber nicht hinfallen, sonst braucht ihr den ganzen Weg darunter.
wäre eine Abkürzung. Ich bin zwar auch schneller unten, aber es tut sicherlich ganz schön weh. Als Mann mache ich mir eher Sorgen in Alter. Naja, das möchte ich jetzt so nicht sagen. Okay, alles in Ordnung. Vergesst es, vergesst es. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben, ob ich das überhaupt so erwähnen darf. Hm? Ja, nee. Ui. Was ist? Ich will auch machen. Ich bin froh, dass ich die gerade aktuell nicht brauche. Mich bekommst du nicht. Wobei, ich brauche im Moment gar nichts. Mein Kleid gleich ganz grün. Im Moment beschwert sich auch keiner, dass ich so lange zocke. Und hier und da im Moment ist hier alles leer und ruhig. Und ja. Manchmal hat das Vor- und Nachteile. Ich glaube, das reicht. Schau mal, wir haben das ganze Gras platt gemacht. Wir sind die Rasen hier. Das kann man sehen, wie man möchte, ne? Es ist auch, glaube ich, schwierig, einen Partner zu finden. Ich komme vielleicht sogar nochmal dazu, Georgie zu füttern. Ja, okay. Das ist der Freund, den du sagtest, ja? Ja, genau. Also es ist, glaube ich, schwierig, einen Partner zu finden, der, Kinder akzeptiert, der das akzeptiert, dass man sein Hobby vom PC verbringt, mehr oder weniger. Also es ist schon sehr schwierig dann, muss man natürlich auch zugeben. Ich bin auch manchmal eine kleine Zicke. Ja, doch, eine Zicke bin ich schon ab und zu. Aber hey, ne? Oh, so ist das. Seht ihr das da hinten auch? Oh, ja. Meinst du den Bobbelkopf, der vor dem Bus auf den Schienen rumläuft? Da ist ein Bus. Und ein Bobbelkopf. Wir könnten in dem Bus übernachten. Im Bus? Ja. Nee, ist kein... Nein, finde ich keine gute Idee. Okay. Naja, so. Ich wollte eigentlich... Jetzt haben wir länger RP gemacht, aber eigentlich gar kein RP gemacht. Bitte knallen gehen. Das ist wohl richtig, das muss ich zugeben. Deswegen ist es wirklich schwierig, aber ich lebe damit. Ja. Also, ich lebe einfach damit, so wie ich leben will und habe Spaß. Und wenn ich dann irgendwann mal eine Frau finde, die sagt, hey, das ist cool, ich kann mich damit identifizieren und habe damit auch kein Problem oder so. Ja, dann cool. Schluck die Früchte, Kapitalismus, ihr Schweine. Das wäre natürlich ein Träumchen. Das Krankenhaus. Ich würde gerne jetzt schlafen gehen. Ich bin müde. Okay. Also im Grunde, naja. Whatever. Bin jetzt auch... Nach 6 Jahren Beziehung, glaube ich, jetzt 1 Jahr, 7 Monate Single oder sowas. Oder 1 Jahr, 8 Monate, ich keine Ahnung. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht.
So, ich werde hier schon mal Exit machen und dann einmal kurz lesen, was du geschrieben hast. Ja, das mag sein, das kann wirklich so sein, aber wie gesagt, jemanden, der da total strikt dagegen ist, wäre als Partner für mich gar nicht akzeptabel. Also von daher, naja, die Suche geht weiter. Das Leben ist halt so. Das ist kein Ponyhof. So, liebe Leute, ich bedanke mich dann herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es euch hat's gefallen. Danke dir bitte, Sweet, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke, Buddy, danke, Talama, danke, Professor, dass du wie immer im Chat warst. Ja, und wir sehen uns dann am Sonntag. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, bis denne, ihr Lieben.